Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Wochenende ist es mal wieder soweit. Das neueste 7-Sterne-Terra-Raid-Event beginnt mit Inteleon. Dieses könnt ihr vom 28. bis zum 30. April antreffen. Solltet ihr diese Daten aber nicht wahrnehmen können, habt ihr nochmal vom 5. bis zum 7. Mai die Gelegenheit. Genau wie bei jedem anderen Terra-Raid-Pokémon werde ich euch nun erstmal die möglichen Attacken von Inteleon vorstellen und danach gehen wir weiter zu den Countern. Kommen wir erstmal zu den Attacken, und zwar hätten wir hier erstmal Präzisionsschuss, das ist das Signature Move von Inteleon, und bei dieser Attacke bin ich mir zu 100% sicher, dass Inteleon sie im Moveset dabei haben wird, denn Präzisionsschuss hat eine erhöhte Volltrefferchance und mithilfe der versteckten Fähigkeit Superschütze, die es auf jeden Fall auch haben wird, werden Attacken, die critten, verstärkt. Also Präzisionsschuss ist, denke ich mal, zu 100% dabei. Eine Attacke, die es aber auch haben könnte, wäre Hydropumpe, da Hydropumpe eine sehr starke Wasserattacke ist, aber ich gehe mal eher weniger davon aus. Dann kommen wir nun weiter zu den Terra-Typ-Step-Attacken, und zwar hätten wir hier Eisstrahl oder Blizzard. Einer von beiden Attacken wird es safe dabei haben. Als Coverage-Moves könnte ich mir hier noch Spukball und Finsteraura vorstellen, und hier hätten wir noch Luftschnitt oder Windschnitt, und auch hier gehe ich davon aus, dass Inteleon zu 100% Windschnitt haben wird, denn Silvaro hatte ja auch schon Windschnitt, und Windschnitt hat genau wie Präzisionsschuss eine erhöhte Volltrefferchance, und wenn die Attacke crittet, wird sie dank Superschütze verstärkt. Als Coverage Move könnte es dann noch Lehmschuss haben, um eben Elektro- und Stahl-Pokémon abzufangen. Und ich denke mal auch, dass es ein oder zwei physische Attacken haben wird, denn bei Tornupto war es ja auch so, dass es auch ein oder zwei physische Attacken hatte, obwohl sein physischer Angriff nicht so stark ist. Und bei Inteleon ist es genauso. Es hat einen sehr starken speziellen Angriff, aber einen eher schwachen physischen Angriff, aber es wird wahrscheinlich trotzdem ein oder zwei physische Angriffe haben. Deswegen muss man mal schauen. Ich kann aber nicht sagen, welche es sein könnten. Kommen wir nun weiter zu den möglichen Statusattacken. Als möglichen Status-Move hätten wir hier Schneelandschaft. Dadurch erzeugt Inteleon Schnee, und da es den Terra-Typen Eis hat, wird seine Verteidigung im Schnee erhöht. Dann könnte ich mir noch vorstellen, dass es Doppelteam haben könnte. Wäre nicht das erste Mal, dass wir das beim 7-Sterne-Terra-Raid-Pokémon sehen. Dann noch Verhöhner und Dunkelnebel. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es Schneelandschaft und Doppelteam haben wird und dass das die beiden Attacken sein werden, die es direkt zu Beginn des Raids einsetzt. Also zuerst Schneelandschaft, um seine Verteidigung zu erhöhen, und dann Doppelteam, um seinen Fluchtwert zu erhöhen. Und ja, ansonsten natürlich noch Level 100, so wie jedes 7-Sterne-Terra-Raid-Pokémon, Terra-Typ Eis, und ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu den Countern. Und tatsächlich gibt es sehr viele Pokémon, die gegen Inteleon sehr gut dastehen. Ich habe mir jetzt hier einfach mal 7 Stück rausgesucht und wir gehen die einfach mal zusammen durch. Als erstes habe ich hier Monetigo mit dem Item Muschelglocke. Ja, ich weiß, Monetigo, vielleicht ein bisschen blöd, wenn man bedenkt, dass Inteleon Spukball bzw. Finsteraura haben könnte, aber mit dem Moveset, das ich hier habe, kann Inteleon trotzdem gut funktionieren, und die Garantie ist ja auch nicht da, dass Inteleon die beiden Attacken haben wird. Und natürlich haben wir hier wieder die Fähigkeit Goldkörper, so wie immer. Mäßiges Wesen, 252 in Spezialangriff, 252 in die Spezialverteidigung und die restlichen 4 in die KP. Hier haben wir die Moves Stahlstrahl, Ränkeschmied, Lichtkanone und Metallsound. Hier muss man halt wieder gucken, wie wird Inteleon vorgehen. Wird es relativ schnell unsere Stats zurücksetzen oder wird es seine eigenen Stats zurücksetzen? Da muss man dann schauen, ob man zuerst auf Ränkeschmied oder doch auf Metallsound geht. Und dann kann man hier ganz entspannt auf Stahlstrahl gehen für den maximalen Damage. Die Attacke zieht euch halt die Hälfte eurer KP ab. Dafür spielen wir aber die Muschelglocke, und wenn wir erstmal die ganzen Stats durchkriegen, dann wird die Attacke auch so viel Schaden anrichten, dass wir uns dank Muschelglocke wahrscheinlich wieder voll heilen. Alternativ haben wir hier auch noch die Lichtkanone, falls ihr keinen Bock habt, 50% KP einzubüßen, dann könnt ihr auch ganz entspannt die Lichtkanone drücken. Und das wäre erstmal das Monetigo-Set, das ich empfehlen würde. Kommen wir nun weiter zu Eisenhand mit dem Item Energiekapsel. Und hier hätten wir Fähigkeit Quantenantrieb natürlich und hartes Wesen natürlich, 252 in Angriff, 252 in die KP oder Spezialverteidigung, je nachdem wie ihr es lieber haben wollt, und die restlichen 4 dann eben in KP oder Spezialverteidigung, je nachdem wie ihr es lieber habt. Als Moves hätte ich hier Ableithieb, Schwerttanz, Nahkampf und Bauchtrommel. Also durch die Energiekapsel bekommen wir direkt schon beim Einwechseln einen +1 Boost auf unseren Angriff. Hier könnt ihr euch dann nun entscheiden, ob ihr erstmal hier ganz entspannt auf Schwerttanz gehen wollt, um euren Angriff zu steigern, dann hier hin und wieder auf Ableithieb, um dann mit Hilfe von Ableithieb euch KP zurückzuholen, oder ob ihr dann direkt auf die radikale Methode
gehen wollt, also auf Bauchtrommel direkt und dann auf Nahkampf. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, erstmal, wenn ihr drin seid, die Energiekapsel auszunutzen. Das bedeutet, erstmal ganz entspannt auf Schwertanz zu gehen, denn wir wissen ja auch nicht, wie schnell Inteleon unsere Stats zurücksetzt. Also erstmal auf Schwertanz, dann vielleicht ein paar Mal auf Ableithieb oder auf Nahkampf, je nachdem wie euer KP-Stand ist. Und falls die Werte von Eisenhand komplett zurückgesetzt werden oder wenn ihr einmal besiegt wurdet, dann geht ihr einfach auf Bauchtrommel. Also ihr müsst auf jeden Fall gucken, wie eure KP-Werte so aussehen. Im besten Fall habt ihr volle KP, Inteleon hat schon einmal die Werte zurückgesetzt, dann könnt ihr entspannt auf Bauchtrommel gehen und dann erstmal schön auf Ableithieb gehen, um euch KP zurückzuholen und dann mit Nahkampf böllern. Alternativ zur Energiekapsel könnt ihr natürlich auch die Muschelglocke spielen. Müsst ihr eben schauen, wie es euch besser liegt. Als nächstes kommen wir zu Epitaph Item Muschelglocke. Hier haben wir auch hartes Wesen, 252 in Angriff, 252 in Spezialverteidigung und die restlichen 4 in die KP. Fähigkeit haben wir hier auch Konzentrator, falls es doch gegen uns Finsteraura oder Luftschnitt einsetzen sollte, dass wir nicht geflincht werden. Und hier kommen wir nun zu den Attacken. Hier haben wir erstmal, um uns zu boosten, Protzer und um Inteleons Verteidigung zu senken, Kreideschrei. Mal wieder müsst ihr halt gucken, was macht Inteleon zuerst, unsere Sets zurücksetzen oder seine zurücksetzen. Je nachdem geht ihr dann zuerst auf Kreideschrei oder auf Protzer. Dann haben wir natürlich noch Ableithieb, um uns so viel KP wie möglich zurückzuholen. In Kombination mit der Muschelglocke bekommen wir ordentlich KP zurück und ist natürlich auch sehr effektiv gegen den Typ Eis. Und wir haben natürlich auch noch Zornesfaust. Ist zwar nur neutral effektiv, aber wir dürfen nicht vergessen, wie stark diese Attacke eigentlich ist. Denn nach jedem Einsatz gewinnt die Attacke 50 Basisstärke dazu. Deswegen müsst ihr dann auch mal schauen, ja, vielleicht ist es dann sinnvoll, wenn ihr doch volle KP habt, auch hin und wieder mal auf Zornesfaust zu gehen, um euch hier so eine schöne Streak aufzubauen. Und ja, Freunde, das wäre hier mein Epitaph-Set. Kommen wir nun weiter zu Gladimperio. Item habe ich hier auch die Muschelglocke. Fähigkeit Siegeswille kann auch sehr sinnvoll sein, wenn Inteleon beispielsweise auf Lehmschuss geht, um unsere Spezialverteidigung zu senken, dann bekommen wir direkt einen +2 Boost in unseren physischen Angriff. Natürlich haben wir hier auch wieder das harte Wesen, 252 in Angriff, 252 in die Spezialverteidigung und die letzten 4 in die KP. Attacken hätten wir hier Schwertanz, um unseren physischen Angriff zu boosten, Eisenschädel, natürlich sehr effektiv gegen Typ Eis Inteleon. Dann haben wir hier noch Silberblick, um die Verteidigung von Inteleon zu senken. Da müsst ihr halt auch wieder mal schauen, was macht Inteleon zuerst, unsere Sets zurücksetzen, seine Sets zurücksetzen, je nachdem dann entscheiden, Schwertanz oder Silberblick. Und dann haben wir auch noch Standpauke, um Inteleons Spezialangriff zu senken. Und yo, das wäre hier schon das Gladimperio-Set. Kommen wir nun weiter zu einem Set, was wahrscheinlich sehr underrated sein wird, wo ich mir aber vorstellen könnte, dass es mit am besten funktioniert, und zwar Patina Raja mit dem Item Muschelglocke und der Fähigkeit Schwermetall. Denn die Fähigkeit Schwermetall sorgt dafür, dass das Gewicht von Patina Raja verdoppelt wird. Und ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen, warum das sinnvoll ist. Natürlich auch wieder hier hartes Wesen, 252 in Angriff, 252 in Spezialverteidigung oder in die KP, müsst ihr gucken, was für euch besser ist, und die letzten 4 dann entweder in KP oder die Spezialverteidigung. Kommen wir nun zu den Attacken, und zwar hätten wir hier erstmal Rambos vom Typ Stahl, und diese Attacke fügt dem Gegner mehr Schaden zu, je schwerer das eigene Pokémon ist und je leichter eben der Gegner ist. Und da Patina Raja an sich schon ein sehr schweres Pokémon ist und mit der Fähigkeit Schwermetall, und Inteleon ist nicht gerade das schwerste Pokémon, ja, da könnte Rambos schon ordentlich böllern. In Kombination mit der Muschelglocke bekommen wir auch sehr viel KP zurück. Ich würde euch aber erstmal empfehlen, den Sandsturm auszulegen. Denn wenn Inteleon die Schneelandschaft auslegt, dann bekommt es erstmal einen Verteidigungsboost. Aber wenn ihr Sandsturm auslegt, bekommt Inteleon erstens kontinuierlichen Schaden vom Sandsturm, ihr werdet aber selber davon nicht betroffen und der Verteidigungsboost von Inteleon ist Geschichte. Dann haben wir noch so Attacken wie Standpauke, um Inteleons Spezialangriff zu senken, und natürlich noch Fluch, um unsere eigene Verteidigung und unseren Angriff zu erhöhen. Und wenn wir hier erstmal einen ordentlichen Setup gefahren haben, dann auf Rambos gehen, ja, da würde ich dann schon behaupten, dass Inteleon schon nach wenigen Angriffen besiegt wird. Also hier das Patina Raja Set ist einer der besten, würde ich einfach mal behaupten. Kommen wir nun zu Paldea Tauros in der Flutenform. Auch hier spielen wir das Item Muschelglocke und hier ist die Fähigkeit sehr, sehr interessant. Denn wir gehen ja schon davon aus, dass Inteleon wahrscheinlich schon so auf Crit Move
Moves gehen wird mit der Fähigkeit Superschütze. Und hier sehe ich auf jeden Fall, dass es öfter mal auf Windschnitt gehen wird. Und ich sag mal so, wenn wir dann einen Volltreffer erleiden, dann maximiert sich einfach mal unser Angriff. Und das ist, denke ich mal, nicht so schlecht. Hier haben wir mal wieder das harte Wesen. 252 in Angriff, 252 in die Spezialverteidigung und die letzten 4 in KP. Als Attacken hätten wir dann noch Protzer, um unseren Angriff zu erhöhen und unsere Verteidigung zu erhöhen. Nahkampf, um den meisten Damage auszuteilen. Body Press, falls wir mit Protzer ein paar Verteidigungsboosts bekommen, können wir dann dem Interion auch noch ordentlich Schaden zufügen. Und als letzten Move haben wir dann noch Routenschlag, um Interions Verteidigung zu senken. Also bei dem Tauros-Set gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass Kurzschluss das ein oder andere Mal getriggert wird. Und ja, Freunde, das wäre das Paldea-Tauros-Set in der Fluten-Variante. Hier muss man halt gucken, ob Tauros nicht zu viel Schaden vom Windschnitt-Crit frisst. Aber ansonsten würde ich mal sagen, dass so ein Kurzschluss-Boost gar nicht mal so schlecht ist. Und wenn ihr merkt, dass das Inteleon öfter mal auf Windschnitt geht, dann geht einfach direkt auf den Nahkampf, würde ich sagen. Denn wenn der Angriff maximiert wird, dann könnt ihr erstmal mit Nahkampf richtig schön reinböllern, bevor Inteleon die Stats zurücksetzt. Als letztes kommen wir hier zu Mautzinger. Und Mautzinger ist ein Pokémon, was sich auch sehr gut dafür eignet, in einem geeigneten Team mit Leuten zu spielen, wenn sie auch Stahl-Pokémon bzw. im besten Fall auch Mautzinger haben. Also hier haben wir auch wieder das Item Muschelglocke und Fähigkeit Stählerner Wille. Die Stärke von Stahlangriffen auf der Mitstreiterseite steigt. Also jeder, der auf deiner Seite steht und Stahlattacken einsetzt, da werden die Stahlattacken erhöht. Hier haben wir auch wieder hartes Wesen, 252 in Angriff, 252 in die Spezialverteidigung und 4 in die KP. Hier spielen wir als Attacken Schwerttanz, um unseren Angriff zu steigern. Eisenschädel natürlich als sehr starker Stahlmove. Dann noch Kreideschrei, um Inteleons Verteidigung zu senken. Und rechte Hand, um eure Mitstreiter zu boosten. Hier würde sich auf jeden Fall auch sehr gut ergeben, wenn eure Mitstreiter alle Mautzinger haben. Denn so könnt ihr euch alle untereinander boosten mit Stählerner Wille als Fähigkeit. Rechte Hand, um euch zu boosten und natürlich noch Schwerttanz, um euch selbst zu boosten. Und ja, also in Kombination, der eine könnte Kreideschrei einsetzen, dann noch rechte Hand, dann greift ihr mit Eisenschädel an und ich sag mal, in Kombination sind es wahrscheinlich so ein oder zwei Attacken und Inteleon ist dann besiegt. Also dieses Mautzinger-Set eignet sich vor allem sehr gut, wenn ihr mit einem geeigneten Team spielt, aber auch solo dürftet ihr mit dem Mautzinger-Set nichts falsch machen. Und ja, Freunde, das wäre es dann mit den Counter gegen 7 Sterne Inteleon. Checkt doch gerne meinen Discord-Server ab und joint diesem auch gerne, wenn ihr Bock habt, mit Leuten zusammen den Raid zu spielen. Dort findet sich auf jeden Fall immer jemand, der Bock hat. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Aber dann, meine Freunde, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.